diesem Video werden Möglichkeiten der Vermessung der menschlichen Persönlichkeit im Zusammenhang mit der Psychologie besprochen. Dies setzt eine Erklärung der Begriffe Psychologie, Persönlichkeit und Vermessung voraus. In der Psychologie versucht man, das menschliche Erleben und Verhalten zu beschreiben und zu erklären und wenn möglich auch zu vermessen. Unter dem Begriff Persönlichkeit versteht man in diesem Zusammenhang typische Erlebens- und Verhaltensmuster eines Menschen. Ein anderer Ausdruck für Persönlichkeit ist der Begriff personale Disposition. Die Persönlichkeit des Menschen entsteht bzw. wird unter anderem beeinflusst durch dessen Anlage bzw. Gene und der Umwelt, in der dieser lebt. Jeder Mensch ist in seinem Verhalten und Erleben einzigartig. Jeder Mensch unterscheidet sich von anderen und zeichnet sich durch Individualität aus. Es ist letztlich nicht erklärbar, vermessbar und berechenbar, in welchem genauen Ausmaß Faktoren wie Gene, Umwelt, eigenes Nachdenken und Entscheiden für die Entwicklung der Persönlichkeit verantwortlich sind. So beeinflussen beispielsweise Gene einzelne Persönlichkeitsmerkmale wie das Temperament, Aggressivität und Ängstlichkeit stärker als die politische Einstellung. In welchem Ausmaß die Gene wirken, hängt unter anderem von der Erziehung, den Erfahrungen und dem gesellschaftlichen Umfeld ab. Wolfgang Amadeus Mozart hätte es sicherlich nicht nur in der Steinzeit sehr schwer gehabt, sein musikalisches Talent entwickeln zu können. In der Psychologie geht man davon aus, dass die menschliche Persönlichkeit durch bestimmte Persönlichkeitsmerkmale bzw. Eigenschaften, wie zum Beispiel Gewissenhaftigkeit und Offenheit, für neue Erfahrungen beschrieben werden kann. Solche Eigenschaften gilt es beim einzelnen Menschen zu finden und in ihrer Stärke zu bestimmen. Dieser Vorgang wird als Vermessung der Persönlichkeit bezeichnet. Mit einem Thermometer kann unter anderem die Temperatur des Wassers gemessen werden. Bei 0 Grad Celsius und weniger gefriert das Wasser und bei 100 Grad wird das Wasser zu kochen anfangen. Es handelt sich beim Thermometer um eine Skala, bei der Messwerte auf einer Messlatte verglichen werden können. Bei der Messung der Persönlichkeit werden ebenfalls Angaben zur Ausprägung bestimmter Persönlichkeitseigenschaften in Form von Zahlenwerten einer Skala zugeordnet. So können beispielsweise niedrige Werte eine geringe und höhere Werte eine größere Bereitschaft, neue Erfahrungen machen zu wollen, bedeuten. Die Verwendung von Skalen dient einerseits dazu, jeweils ausgewählte Persönlichkeitsfaktoren genauer zahlenmäßig zu erfassen. Andererseits geht es auch darum, mögliche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Faktoren zu untersuchen. So wäre es etwa vorstellbar, dass eine Person, die sehr gesellig ist, auch sehr offen für neue Erfahrungen ist. Wenn die Persönlichkeit eines Menschen durch andere Personen untersucht wird, spricht man in der Psychologie von Fremdeinschätzung. Wenn der einzelne Mensch die eigene Persönlichkeit selber beurteilt, wird dies als Selbsteinschätzung bezeichnet. Im Laufe der Zeit heben mehrere Forscherinnen und Forscher die Bedeutung einzelner Persönlichkeitseigenschaften hervor, beziehungsweise fassen diese zu bestimmten Persönlichkeitsfaktoren zusammen. Der Psychologe Hans Eysenck versucht als einer der ersten mit einer Auswahl von Persönlichkeitsmerkmalen bzw. Eigenschaften die Persönlichkeit der Menschen zu vermessen. Er beschreibt so die unterschiedliche Ausrichtung des Menschen mit den Begriffen Introversion, Extraversion und Neurotizismusfaktor. Ein Mensch, der zur Introversion neigt, ist eher nach innen ausgerichtet, eher schüchtern und arbeitet beispielsweise gerne alleine.
Hohe Werte im Bereich der Extraversion deuten darauf hin, dass der Mensch eher nach außen gerichtet ist und nicht schüchtern ist. Beim Neurotizismusfaktor unterscheidet Eysenck, ob ein Mensch als emotional stabil oder instabil bewertet werden kann. Als emotional stabil gelten Menschen, die sich als ruhig, gut angepasst erweisen. Emotional instabil sind Menschen, die als leicht erregbar und schlecht angepasst beurteilt werden. Heute wird von vielen Psychologinnen und Psychologen die menschliche Persönlichkeit durch die sogenannten Big Five beschrieben. Die Bezeichnung Big Five verweist darauf, dass die fünf Faktoren Offenheit für Erfahrung, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus zur Messung der Persönlichkeit verwendet werden. Die fünf Persönlichkeitseigenschaften liegen jeweils in einer stärkeren oder schwächeren Ausprägung vor. Ich gehe diese jetzt kurz der Reihe nach durch. Beim Persönlichkeitsfaktor Offenheit für Erfahrung gibt es bei einer starken Ausprägung Menschen, die erfinderisch und neugierig sind und die eine schwache Ausprägung der Offenheit für Erfahrung haben, muss man sagen oder kann man feststellen, dass diese vorsichtig sind. Beim Persönlichkeitsfaktor der Gewissenhaftigkeit haben Menschen, die eine starke Ausprägung haben, zeichnen sich diese aus, dass diese sehr effektiv und organisiert sind. Und wenn sie eine schwache Ausprägung dieser Gewissenhaftigkeit haben, sind diese eher unbekümmert und nachlässig. Im Bereich der Extraversion sind Menschen mit einer starken Ausprägung gesellig und mit einer schwachen Ausprägung an Extraversion eher zurückhaltend und reserviert. Beim Persönlichkeitsfaktor der Verträglichkeit sind Menschen mit einer starken Ausprägung kooperativ, freundlich und mitfühlend und Menschen mit einer schwachen Ausprägung an Verträglichkeit eher misstrauisch und überaus wettbewerbsorientiert. Beim Persönlichkeitsfaktor Neurotizismus sind Menschen mit einer starken Ausprägung emotional verletzlich, vergleichbar mit dem emotional instabil wie beim Psychologen Eysenck. Und Menschen, die eine schwache Ausprägung an Neurotizismus haben, selbstsicher, ruhig, eher emotional stabil, wie es der Psychologe Eysenck angenommen hat.